Okay, das hätten wir erledigt. Der Fisch-Scheiß hier, der sieht so einladend aus, um da reinzugehen, ne? Aber das lasse ich mal. Man muss ja die Leben nicht unbedingt wegwerfen. Uah. Alter! Okay, ich mach mich dann schnell dünne. Ha. Ja, jetzt habe ich eine Rune. Eine gelbe Rune. Was mache ich denn mit einer gelben Rune? Was mache ich denn jetzt überhaupt? Das ist so eine Frage. Wo bin ich denn jetzt noch nicht weitergekommen? Aua. Ich gehe mal wieder in das Gebiet vom Anfang. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Rune einsetzen hätte müssen. Ich habe da nirgendwo eine Hand gesehen. So, kommt der Kollege jetzt? Nö. Interessiert sich immer noch nicht für uns. Ja, da war nur. Da hinten ist der Levelausgang. Hä? Also uns fehlen ja quasi noch 50% der Seelen. Und, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hat die Kamera mich total verwirrt. Ja, uns fehlen 50% der Seelen. Und wir haben eine... Ach so, die Tür geht nur auf, wenn man die Rune benutzt. Ah, die Rune ist also zum Rauskommen aus dem Level. Ja, scheiße. Das heißt, eigentlich könnten wir den Level jetzt verlassen. Eigentlich wären wir fertig soweit mit dem Level. Aber uns fehlen 50% vom Seelenkelch. Wo sollen die Gegner denn alle sein? Da hätte ich ja massivst irgendwie verpasst. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Der hier hat einfach keinen Bock auf uns. Der kommt da nicht raus. Ey, nee, das kann nicht sein. Also da die Fische keine Seelen bringen, wüsste ich nicht, wo hier die 50% der Seelenkelch-Menge. Ja, genau. Ich verliere ein Leben und dann verliere ich während des Lebenverlierens ein Leben. Komm schon, ey. Überhaupt nicht für den Arsch. Ja, aber wo war ich denn jetzt noch nicht? Oder besser, wo könnte ich denn jetzt nochmal hin, wo ich noch irgendwas machen könnte? Ich weiß es nicht. Oder sollte ich an den Strudel gehen? Komm, ich gehe mal bei den Strudel. Vielleicht ist ja beim Strudel irgendwie noch mehr Monstergefieds. Aus irgendeinem Grund. In die Richtung da hinten ist ja nur mein Startteil-Dingens hier. Wo Onkel Sensenmann rumsitzt. Da waren ja auch keine Gegner. Ich weiß es. Lass mich raten. Es kommen keine Gegner mehr, weil ich den Strudel vereist habe. Und ich hätte hier so lange Gegner metzeln müssen. Oh, doch, da kommt noch wer. Ich hätte hier wahrscheinlich so lange Gegner metzeln müssen, bis alle Gegner, bis ich 100% habe. Und dann. Ja, dann könnte ich quasi das Ding einfrieren. Wahrscheinlich wäre das wesentlich sinnvoller gewesen. So, 57. Da ist auch noch einer im Wasser. Das sehe ich doch von hier aus. Aber das reicht halt von der Menge noch nicht im Ansatz. Das sind sogar zwei. Hallo, Tri! Ah, dafür sind die Augen da, glaube ich, ne? Kann das sein? Also die weißen Augen sind quasi nur zum Entdecken. 66%. Boah, ey, das ist... Ich bezweifle echt, dass das noch was wird. Die sind jetzt auch weg, oder? Ja, die sind weg. Also das sind halt
echt einen Haufen Gegner, die da fehlen. Weiß nicht, ob das hinhaut von der Menge. So, haben wir hier noch irgendwas? Ach so. Ich glaube, ich hatte recht mit den Augen. Dass die Augen quasi den Alarm ausgeben. Das meinten die mit gesehen werden und dann Wache. Das heißt, ich hätte vielleicht die Augen, die weißen Augen nicht zerstören sollen, weil dann eventuell auch mehr Gegner kämen. Also zum Beispiel der eine Gegner hinter der Wand, den wir da dauernd sehen. Das ist vielleicht so einer, der käme nur, wenn da noch das Auge wäre, das mich entdeckt. Das kann natürlich gut sein. Ja, scheiße. Das heißt, wir müssten den Level nochmal machen, um den Seelenkelch einzusammeln. Da habe ich jetzt spontan aber überhaupt gar keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Der Nachteil ist natürlich, wir müssten es eigentlich machen, weil wir ja dringend das Schwert brauchen. Ach, Scheißdreck. Komm, gib mir den doch so, ich war gut. Oh Mann. Ach, Mann. Ich glaube, ich habe recht mit der Befürchtung. Ach ja, hier lässt sich ja die Kamera nicht drehen. Jetzt würde ich jetzt schauen, ob da hinten auch noch irgendwelche Gegner rumlungern. Hier lungert gar nichts. Ah, das ist so zum Kotzen. Warum müssen diese blöden Level auch immer noch so diese Arschloch-Spielmechaniken haben? Zum Kotzen. Und warum bringen diese Augen keine Seelen? Das finde ich auch ein bisschen doof. Sie ziehen schließlich Energie ab, dann können sie auch Seelen bringen. Genau wie die Fische. Ja, okay. Müssten wir den Level nochmal machen. Yay. Was für eine Freude. Es ist nur die Frage. Nee. Aua. Ich schaue erstmal. Also, wir beenden den Level jetzt. Ich meine, ich kann ja eh nichts mehr machen. Also, es bleibt mir ja sowieso nichts über. Ich muss ja den Level beenden. Ob wir jetzt den Seelenkelch haben oder nicht. Ja, ich werde den Level beenden und dann mal schauen, was als nächster Level so kommt. Ja, seht ihr, hier war nämlich, glaube ich, irgendwo ein Auge. Wenn das noch da wäre, käme der wahrscheinlich rüber, wenn mich das Auge entdeckt. Und so vielleicht auch der da irgendwie in der Ecke rumkauert. Ne? Sieht man auch. Und wahrscheinlich so der ein oder andere, den wir noch nicht entdeckt haben, aber der hier auch irgendwo rumhängt. Ja, ich schaue mir erstmal an, was es noch für Level gibt hier. Was der nächste Level ist. Und dann entscheide ich, ob ich den nächsten Level mache. Oder den hier nochmal. Weil, also wirklich Lust auf den Level hier habe ich jetzt nicht. Das ist nur die Frage, was wir als nächstes machen müssten. Das war die Kristallhöhle, ne? Ja. Kristallhöhle. Das Problem ist auch, ich will jetzt nicht unbedingt Game Over gehen. Und ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich sage, wir gehen in die Kristallhöhlen. Ich habe nicht mehr so viel Leben und ich will jetzt nicht... Oh Gott. Auch der Ladebildschirm wirkt, gibt mir wieder, ja. Ich kann die Kamera nicht drehen und da falle ich noch runter, weil die Kamera nicht gedreht wird. Oh, ey, Leute. Es ist so fürchterlich, wenn man sich an die Level erinnert. Und weiß, dass die absolute Arschlöcher waren. Ey, schaut euch das an. Was soll denn der Quatsch? Okay, irgendeine Fernkampfwaffe. Feuerpfeile. So.
Alles klar. Jetzt wird hier mal aufgeräumt. Onkel Daniel ist in der Haus. Ah, da ist schon der Seelenkelch. Der bringt uns jetzt natürlich erstmal gar nichts. Zerkeli, ja komm. Mal ein Abflug. 88 Pfeile haben wir noch. Ich höre euch. Wo seid ihr? Kommt nur her, ich brauche euch. Keinen Bock zu kommen. Uah! Die kleine Brücke habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da wäre ein Loch. So, was hast du denn Gutes zu sagen? Die alte Stadt Melomid wurde einst von den Rhinotauren zerstört. Diese leben in einer Art Winterschlaf, tief in diesen Höhlen. Die Kristalle verlängern ihr böses Leben. Na, das ist ja wunderbar. Da habe ich ja richtig Bock, die da rauszuhauen. So, ihr blöden Mistviecher. Es geht nämlich jetzt wieder mit den kleinen Viechern los, die einem die Waffen klauen. Das ist ein Riesenvergnügen. Hab dich gesehen. Zumindest deinen Schatten. Und da ist zum Beispiel einer, der klaut, oder? Keine Ahnung, werden wir nie erfahren. Ich nehme mir mal. Ich weiß nicht, ob die Strahlen Aua machen. Ich probiere es auch gar nicht erst aus. So, jetzt bin ich schon verwirrt. Ach ja, super. Es wäre durchaus möglich, dass wir demnächst ein Schwert weniger haben. Komme ich daher? Ist das da, wo ich herkomme? Ja. Ich höre doch hier noch Gegner. Wo sind die denn? Mann, ich will nachher nicht wieder ohne Seelenkelch hier rausgehen. Also ich glaube, einen Seelenkelch verpassen kann man machen. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Aber ich will das jetzt nicht einreißen lassen. Ich habe keinen Bock, dass ich nachher dann ja keine Seelenkelche mehr habe und nicht die Waffen habe, die ich bräuchte oder haben möchte. So, hier war das. Hier kommen wir definitiv nicht hoch. Nein, das war klar. Da kommen wir erst später wieder raus. Die Kamera verwirrt mich nur umso mehr, weil man sie nie drehen kann. Wow, das hat mich erschrocken. Ich dachte, die bleiben da drin, bis ich die raushole. Lass es Bombe sein. Jawohl, Bombe. Bam. So. Oh, scheiße, da hinten ist so ein Dicker. Grüß Gott. Minotauren. Minotauren-Party. Ja, die sind ganz schön langsam, merke ich gerade. Ist jetzt nicht so die Gefahr, ne? Die machen wahrscheinlich gut Aua, wenn man die... Hä? Ich sag's noch, in dem Moment werde ich getroffen, aber von was? Der hat eine halbe Minute vorher gehauen, also von seinem Schlag kann es eigentlich nicht gewesen sein. Uah, dich habe ich... Alter! Den habe ich noch nicht mal gesehen. So, geht doch. Silberschild einsacken, auch wenn wir das überhaupt nicht brauchen. Hup, hup. Ich hab... Ja, da ist auch das Geräusch, das ich schon lange erwartet habe. Ich habe nämlich eigentlich gehofft, dass man hier irgendwo... sein Leben mal... Oh, ja, super, Leute. Sein Leben auffrischen kann, weil... ja, ich bräuchte mehr Leben für nochmal in dieses Wasserloch reinzugehen. Ihr habt ja eben gesehen, wie es da abgeht. Da habe ich keinen Bock, mit zwei Lebensflaschen reinzulatschen. Da bin ich ja des Todes geweiht. So. Das war jetzt auch nicht unbedingt üppig, was ich da gerade bekommen habe an Leben, aber... Ja, das ist besser als gar nichts, ne? Nein, 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 nein! Alter, hallo? Ich habe nichts gedrückt. Geht er aus dem Inventar raus, der Vollhonk. Komm sofort her. Komm sofort her, du kleines Mistbiest. Gib mir mein Schwert wieder, hallo! Oh, fuck you! Mehr Brandpfeile, falls nochmal die Fliegeviecher kommen.
Diese kleinen Mistviecher, das ist die Hölle mit denen. Bewegt euch leise in den Höhlen. Jetzt ein neuer Drache haust hier. Na super! Was denn noch? Klaubiester. Wow, Minotauren, die mit dem Hammer auf den Boden hauen. Ich glaube, denen sollte man vielleicht mal verklicken, dass hier ein Drache pennt. Oh, ein Schatz. Wer auch immer einen Schatz einfriert. Da kann ich durch, oder?